Cedric Büssing. Selbst die kühnsten Optimisten aus der Talentschmiede der SG Dortmund hatten damit nicht gerechnet. Cedric Büssing, 15 Jahre jung, gewann bei den deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin bei den Großen Bronze. Ja, und das über die langen 1500 Meter Freistil. Schon zum DM-Auftakt hatte Cedric mit einer A-Finalteilnahme und Rang 6 aufhorchen lassen. Im 1500 Meter Endlauf kletterte der Goethe-Gymnasiast als Dritter aus dem Wasser, hinter Weltmeister Florian Wellbrock. Als ich auf die Anzeigetafel schaute, traute ich meinen Augen nicht, sagte Cedric, der zur Belohnung zum Olympic Youth Festival nach Aserbaidschan reisen durfte. Denis Gurci. Mit 2 Jahren hatte Denis erstmals Schlittschuhe an, seither sind 14 Jahre vergangen und der Dortmunder ist, Talent und Ehrgeiz sei Dank, zweifacher deutscher Nachwuchs und seit 2019 erstmals Juniorenmeister. 3 bis 5 Stunden täglich trainiert der Goethe-Gymnasiast an der Strobelallee für sein großes Fernziel, die Olympischen Winterspiele. Auf internationalem Eisparkett beim ISU Grand Prix in Courchevel stellte Denis eine neue persönliche Punktebestmarke auf. Beim International Halloween Cup in Budapest belegte der Läufer des TSC Eintracht Rang 2. Julian Gard und Jan-Henrik Szymczak. Auf dem Trockenen begann die 2019er Erfolgsserie der jungen Ruderer, die beim RC Hansa Dortmund erstmals im Boot saßen. Jan-Henrik Szymczak wurde auf dem Ergometer deutscher U19-Meister. Sein Zweierpartner auf dem Wasser, Julian Gard, holte Silber. Der Hurkacher Szymczak vertrat dann die deutschen Ergo-Farben bei der WM in Los Angeles und wurde Indoor-Junioren-Weltmeister. Es war der Auftakt für ein besonderes Jahr für die beiden, denn ein halbes Jahr später wurde das Duo mit dem deutschen U19-Achter Weltmeister auf der Olympia-Regatta-Strecke in Tokio. Ein Traum eint beide, das große grüne Boot der Deutschland-Achter. Die BVB-Handballerinnen U19. In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale um die deutsche Meisterschaft krönte Borussia Dortmunds weibliche A-Jugend mit dem hauchdünnen 22:21 Triumph über Bayer Leverkusen eine eindrucksvolle Saison. Auf dem Weg zum erstmaligen Titelgewinn in dieser Altersklasse blieben die Talente von Trainer Tobias Fenske unbezwungen. Letztendlich erwiesen sich die im Vorfeld des Final Four in Flensburg favorisiert angereisten Schwarz-Gelben dem großen Druck gewachsen. Ja, und das Resultat dokumentiert die seit Jahren währende herausragende Nachwuchsarbeit beim BVB.